Unser heutiger Studiogast ist 24 Jahre jung und hat einen fantastischen Torriecher, der ihn heute sogar zu uns ins Studio verholfen hat. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk David Zwartek vom ETSV Hamburg. Hallo David. Hi. Schön, dass du da bist hier bei Elbkick TV. Wie fühlst du dich? Ja, ganz okay. Also ich bin zwar leicht angeschlagen, habe die aktuelle Grippe mitgenommen, aber sonst ist alles gut. Ja, die Grippewelle kursiert ja momentan in Hamburg. Es ist ehrlich, dass du trotzdem hier zu uns ins Studio gekommen bist. Du bist ja neu beim ETSV Hamburg, bist vom MSV gewechselt in dieser Saison. Mhm. Was war der Grund für den Wechsel? Ja, also vor allem wegen der Arbeit. Da habe ich halt jetzt eine Ausbildung angefangen und komme ich halt spät ab 18 Uhr erst nach Hause und dann 19 Uhr schon Training. Immer nach Mümmel runterzufahren, ist das schon ziemlich schwer. Also ich habe vorher beim MSV gespielt und ja, also hauptsächlich der Zeitfaktor hat da so eine große Rolle gespielt, sag ich mal. Okay, du wolltest nicht auf einmal in einer niedrigen Liga spielen, sondern es hat alle rein praktische Gründe, sag ich mal. Klar, man spielt immer gerne höher, aber... Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Der ETSV Hamburg ist ja auch ein richtiger Traditionsverein, kann man sagen. Was würdest du sagen, auch als Neuzugang momentan, du bist relativ frisch in der Mannschaft, was zeichnet eure Truppe aus? Also vor allem das Umfeld. Da wird wirklich sehr, sehr viel Aufwand betrieben für eine Kreisligamannschaft. Da kommen so Sachen zu, wie dass man einfach zum Training kommen, keine Klamotten mitbringen braucht. Man bekommt die Klamotten gestellt, die werden dort gewaschen, man kann seine Schuhe dort lassen. Für Trinken ist immer gesorgt. Wir haben auch allgemeine super Ausrüstung von den Bällen her. Und ja, klar, das Team ist auch super. Wir haben wirklich super Einzelspieler. Und wo wir gerade so in der Phase sind, dass wir auch als Team anfangen zu fungieren. Und ja, das, denke ich, zeichnet uns vor allem aus. Die ganzen Bemühungen, die vom Verein her betrieben werden, die tragen mittlerweile Früchte. Ihr steht momentan oben in der Kreisliga 3. Und ihr habt auch ein Saisonziel, das der Verein ausgeschrieben hat. Das steht ganz klar im Fokus. Und was ist das genau? Ja, also klar, wir wollen Meister werden. Darum spielen wir alle Fußball. Hat zurzeit jetzt gerade nicht so gut geklappt, die letzten Spiele. Wir standen schon auf dem ersten Platz. Na gut, wir sind jetzt oben mit dabei, sind Dritter. Haben auf jeden Fall unser Ziel auch nicht aus den Augen verloren. Und der Verein unterstützt uns so hingehend, dass unser Sponsor so ein kleines Projekt aufgebaut hat. Das heißt Malle für alle. Okay, das ist ja auf jeden Fall eine klare Ansage. Genau. Malle für alle beim ETSV Hamburg. Was erwartet euch dann, wenn ihr dann Meister werdet? Also uns erwartet, dass wir nach Mallorca fliegen. Und genau, also er hat halt jetzt schon die Reise gebucht für 25 Personen. Und da ist halt sozusagen All-Inclusive drin für uns. 4 Tage, 3 Nächte. Und da sollte es dann die Meisterfeier geben. Hoffentlich. Okay, das ist also ein richtiger Ansporn für eure Truppe. Fall. Dafür kämpft ihr und dafür wollt ihr am Ende oben stehen. Dafür drücke ich euch natürlich auch die Daumen. Dankeschön. Und du, David, hast dich auch hier bei uns durch eine Einzelleistung auch hervorgetan. Und zwar, liebe Zuschauer, haben wir das Tor des Monats gesucht, in der Hinrunde allerdings schon. Und diese Abstimmung, David, die hast du gewonnen, diese Wahl. Cool. Muss es ein bisschen darauf warten, aber... Ja, wir haben es natürlich nicht vergessen und mit 148 Stimmen hat David Zwartek das Tor des Monats gewonnen. Bist du überrascht oder war es für dich eine klare Angelegenheit? Also ich habe jetzt die anderen Tore, um ehrlich zu sein, nicht gesehen. Deshalb bin ich nicht wirklich überrascht, weil ich halt eben nicht das andere gesehen habe. Aber ich fand mein Tor schon geil, deshalb. Okay, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, denn du hast einen Freistoß direkt verwandelt und dieses Tor schauen wir uns einmal gemeinsam an und dann kannst du ja so ein bisschen kommentieren. So, ich bin halt eben für die Standards zuständig bei uns und das Lustige an diesem Freistoßtor war, dass wir uns dort im Hintergrund oben warm gemacht haben und ich den Jungs schon gesagt habe, auf dem geilen Rasen, wenn ich dann eine gute Freistoßposition bekomme, mache ich ihn heute rein. Und das hört man halt auch im Video, dass da einer nach dem Tor David, David schreit und das war halt der, dem ich das erzählt hatte. Also ein Tor mit Ansage quasi. Genau, mit Ansage, auf jeden Fall. Glückwunsch zu diesem Tor. Die Zuschauer haben dich zu Recht gewählt. Bist derjenige, der das Tor des Monats gewonnen hat. Und wenn ihr auch Tore habt auf Video von Freunden, Bekannten, von euch selber, dann schickt uns die einmal per Mail an redaktion@lp.tv und dann könnt ihr vielleicht dann in kurzer Zeit auch hier neben mir auf dem Sofa sitzen. Und David, du hast bewiesen, dass du einen feinen Fuß hast, was Freistöße angeht. Was zeichnet dich als Spieler denn noch aus? Ja, also vor allem meine Schusstechnik, definitiv. Das haben mir auch schon des Öfteren Trainer und Mitspieler gesagt. Aber ich denke auch vor allem so disziplintechnisch bin ich da ganz weit vorne. Und Ehrgeiz habe ich auf jeden Fall. Also es ist halt meine Leidenschaft und ich habe echt ein Fußballherz. Lass auch gerne mal was anderes dafür ausfallen. Und
ja, und ein Teamplayer bin ich auf jeden Fall. Früher habe ich halt mal gerne alleine viel gemacht, so rumgedribbelt, auf den Boden geguckt und einfach da gespielt. Aber mittlerweile spiele ich auch gerne den Pass und brauche nicht unbedingt selber das Tor zu machen. Okay, David Zwartek, der Teamplayer beim ETSV Hamburg. An welchen Spielern orientierst du dich so? Hast du auch im Profifußball Vorbilder? Ja, also Vorbilder habe ich jetzt nicht unbedingt. Es war halt so mal in der Vergangenheit, dass mich so Giovanni Elber immer angesprochen hat als Spielertyp. Ja, und dann so die klassischen halt wie Zinedine Zidane, was ist einfach einer der besten Fußballer, sogar der beste überhaupt gewesen. Ja gut, aktuell natürlich Messi. Viele sagen auch Ronaldo, aber für mich ist es Messi der Beste. Und ja, genau. Also so die Größen des Profifußballs auf jeden Fall, Messi aktuell, ja, auf der jeden Fall. Fußballer, da kommt keiner dran vorbei. Und wenn man nochmal kurz über deinen Namen spricht, David Zwartek, das klingt nicht ganz deutsch, der Nachname klingt nicht ganz deutsch. Woher kommt er? Ja, der kommt aus Polen, also aus Oberschlesien. Und bist du in Polen aufgewachsen oder hier geboren? Also ich bin kurz nach dem Mauerfall gekommen. Dann haben wir halt die Grenzen geöffnet und dann sind meine Eltern hier mit mir und meinem großen Bruder hergekommen. Wollten halt für uns auch ein besseres Leben aufbauen. Schöner hier als in Polen. Die Wirtschaft ist halt ein bisschen besser. Und ja, dann bin ich so mit knappen 2 Jahren hier hingekommen. Also meine Jugend habe ich schon hier mitgenommen. Okay, aber man muss auch sagen, in Polen, da gibt es auch einige Fußballer, die hervorstechen. Das Land bringt einige Exporte, auf jeden Fall. Disziplin ist dort da. Wer ist für dich momentan der beste polnische Fußballer? Ja, also zurzeit sind das natürlich die 3 von Dortmund, Lewandowski, Kuba und Piszczek. Wobei schon Lewandowski halt eben heraussticht, aber es ist halt eben, weil er ein Stürmer ist. Also er macht halt die Buden und das zählt nun mal im Fußball. Aber was Piszczek und Kuba davor leisten, ist natürlich auch Weltklasse. Okay. Das sind so die 3, die gerade für mich oder auch für alle eigentlich hervorstechen. Ja, Lewandowski ist momentan derjenige, der die Buden beim Borussia Dortmund schießt und David Zwartek beim ETSV Hamburg. Genau. Da habt ihr auf jeden Fall was gemeinsam. Sportlich läuft es ja momentan sehr gut bei dir. Privat wollen wir jetzt ein bisschen sprechen und dich ein bisschen kennenlernen. Was machst du beruflich? Also ich bin zurzeit Auszubildender im Außenhandel. Meine Firma handelt halt mit Chemie. Kaufen wir halt eben ein, wie man das als Händler macht und verkaufen das, versuchen dort unsere Gewinne abzuschlagen. Okay, und muss man da besondere Fähigkeiten haben in der Branche? Ja klar, also man sollte schon chemische Grundkenntnisse haben über einige Produkte, um denjenigen auch etwas anzubieten, wovon man auch wirklich was versteht. Ja, ansonsten auf jeden Fall Verhandlungsgeschick und ja, also nichts Großes, da kommt man halt, das lernt man auch mit der Zeit, ne? Ich bin halt noch Auszubildender. Aber wenn ich schon so meine Chefs manchmal beobachte, was die da am Telefon schnacken, das ist schon ganz gut, was die da machen. David Zwartek, eher Partylöwe oder jemand, der zu Hause sitzt und eher häuslich ist? Also früher war ich auf jeden Fall definitiv Partylöwe, so ein bisschen mit der Zeit weggegangen. Aber ich gehe gerne feiern, definitiv, mit meinen Jungs oder wo auch. Wo trifft man dich so an in Hamburg? Ach, das ist schwer, also da habe ich mir jetzt nicht unbedingt mein Stammlokal oder so. Auf den Kiez gehe ich eher so selten, sag ich mal. Wenn auf dem Kiez, dann halt ins Mundu oder gerne mal auch in die große Freiheit. Ja, ansonsten gehen wir halt auch gerne auf den Club de Nord zum Beispiel. Ja, das sind so Locations, wo man abends hingehen kann. Einige Locations, wo David Zwartek auf jeden Fall anzutreffen ist. Wie sieht es so in der Liebe aus? Bist du vergeben oder können sich jetzt ein paar Mädels hier bei uns melden, die dich kennenlernen wollen? Also ich bin zurzeit vergeben, seit kurzem. Aber ich habe meine alte Liebe wiedergefunden. Und wir waren halt 4 Jahre zusammen und 4 Jahre getrennt. Und jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Ja, dann kann ich natürlich auch sagen, Schatz, ich liebe dich. Ja, eine offizielle Liebeserklärung hier bei Elbkick TV, das freut mich natürlich. Privat läuft es bei dir, sportlich läuft es bei dir. Und ja, du bist unser Gewinner des Tor des Monats bzw. der Hinrunde. Und ich habe ja vorhin schon angekündigt, dafür sollst du belohnt werden. Mhm. Ich habe natürlich ganz für dein Tor hier was ganz Besonderes für dich. Cool. Ein Ball von der Football Factory für dich. Und ja, nimm ihn mit nach Hause, damit Dankeschön. Kannst du deine Freistöße perfektionieren und viele
tolle Tore schießen damit. Und es gibt aber heute für David Zwartek eine doppelte Belohnung, denn jeder Gast, der zu uns hier ins Studio kommt, bekommt natürlich auch ein Geschenk. Und ja, da gibt es das Elkrik TV Mauspad für dich. Ja, das kannst du auch mit nach Hause nehmen. Ja, ist ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Das passt gut, das nehme ich zu meiner Arbeit, da habe ich auf meinem Arbeitsplatz, was mich an euch erinnern wird. Sehr gut, das freut uns natürlich. Genau. David, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Ziel, Aufstieg mit deinem neuen Verein, und bleib vor allem gesund. Ja, ich habe zu danken. Das war David Zwartek, der Mann, der bei uns das Tor des Monats erzielt hat und sich durch den Aufstieg in die Bezirksliga Malle für alle verdienen will. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.